gestern zum 6. Mal den Clara Zetkin Frauenpreis als Parteivorstand der Linken vergeben. Wir wollen mit dem Preis auf der einen Seite feministisches Engagement von Frauen sichtbar machen, weil Frauenarbeit, Frauenengagement häufig eben nicht gesehen und gewürdigt wird. Wir wollen zeigen, dass es immer noch eine rege Frauenbewegung in Deutschland gibt mit einer Vielzahl von wundervollen und tollen Projekten. Es ist nun an der Zeit, dass wir gemeinsam dagegen einstehen, dass wir lauter werden als diejenigen, die die rassistischen Diskurse predigen, dass wir die Lautesten sind in dieser Gesellschaft, dass wir die Wütendsten sind, dass wir die besorgten Bürger sind. Unsere Fragen sollten wir diskutieren, unsere Themen sollten wir diskutieren. Wir müssen die Agenda bestimmen. Wochenende ist ja der Themenschwerpunkt Migration und ich finde das auch total angebracht und wichtig, dazu eine Bundesfrauenkonferenz zu machen und das Thema in verschiedenen Workshops zu beleuchten. Wir erleben ja gerade in Deutschland und auch in ganz Europa und weltweit eine riesengroße Explosion der Flüchtlingszahlen aufgrund des Krieges, der stattfindet im Nahosten, und aber auch viele andere Faktoren spielen da rein. Und das denke ich, gerade weil Frauen bei diesem Thema sehr unterbelichtet sind, haben wir uns dieses Thema ausgesucht, das hier zu besprechen. Wir erleben einen Rollback, den erfahren wir in allen Landesverbänden. Es gibt Eltern, die auf die Straße gehen, es gibt Menschen, die auf die Straße gehen, weil sie gegen Abtreibung sind. Ich finde es wichtig, einerseits mit klugen und überzeugenden Argumenten gegen die AfD zu diskutieren. Ich finde es aber auch andererseits wichtig, und das ist auch eher der Fokus meiner Arbeit, genau jene Kräfte zu stärken, die feministisch arbeiten, die queer arbeiten, und dafür Kraft reinzustecken. Das heißt, nicht nur gegen etwas zu arbeiten, sondern auch für uns zu arbeiten, also unsere Projekte durchzusetzen, unsere Projekte finanziell zu stärken und ja, mit einem guten Selbstbewusstsein voranzugehen. Ich glaube nach wie vor, dass wir Frauen, Genossinnen in der Partei es schaffen müssen, uns Räume zu schaffen. Räume zu schaffen, in denen Politik tatsächlich Spaß macht, eine Struktur zu schaffen, die uns Mut macht, dass wir dann zurück, rauskommend aus dieser Struktur und mit dem Schwung, den wir da mitnehmen können, auch in unsere Kreisverbände gehen können und da manchmal den Genossen auch ordentlich Paroli bieten können. Was ich auch glaube, ist, dass wir auf die Straße gehen müssen und mit feministischen Aktionen auf uns aufmerksam machen sollten. Das macht nämlich auch sehr viel Spaß. Mir ist wichtig, dass feministische und queere Frauen aufeinandertreffen, sich vernetzen und coole Ideen und Impulse bekommen, um diese in ihrem Alltag umzusetzen. Wir müssen halt auch teilweise die patriarchalen Strukturen innerhalb unserer Partei aufbrechen. Klar, wir haben jetzt quotierte Listen, aber ich glaube, das reicht nicht. Man muss auch ein Klima schaffen, was Frauen dazu einlädt, teilzuhaben und Politik mit uns zu machen. So. Dass wir begreifen, dass alle Inhalte, die wir hier bearbeiten, die Themen, mit denen wir zu tun haben, die wir in die Öffentlichkeit bringen, dass sie nicht geschlechtsneutral sind. Das ist nun mal so. Ja, sie haben etwas mit Frauen und Männern zu tun, sie haben etwas mit Kindern zu tun. Also die Differenzierung zu begreifen, ins eigene Bewusstsein zu führen, das wäre schon nicht schlecht, das wäre ein Schritt nach vorn. Und das ist auch das, was ja keine Partei wirklich macht momentan. Ich glaube, dass das Internet ein guter Ort ist, wo sich Gleichgesinnte treffen können, die aber nicht am gleichen Ort leben. Das heißt, es ist möglich, dass sich Leute, die vielleicht auch sehr ländlich abgeschieden leben, mit Großstädterinnen verbinden und zu ähnlichen Themen arbeiten. Ich glaube auch deshalb, dass feministische und queere Ideale eine größere Sichtbarkeit erlangt haben, weil sich im Internet viele Menschen zusammengetan haben, um an Projekten zu arbeiten. Wir wissen, dass spätestens seit dem Hashtag Aufschrei, dass viele ein großes Problem haben, sich mit dem eigenen Sexismus auseinandersetzen zu müssen. Und so mancher Kommentator, den der Sexismus der Flüchtlinge scharf kritisierte, ließ dem Sexisten in sich freien Lauf, als es um Kommentare um unsere gemeinsame Initiative ging. Das war eine mutige Initiative, eine mutige gesellschaftliche Intervention. Und deswegen nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Toll, dass ihr das initiiert habt. The floor is yours.